Nach Standard & Poor's vor einigen Wochen hat heute nun auch die Ratingagentur Moody's die Italiener gleich um 3 Stufen herabgestuft. Ein harter Schlag für die Italiener, der zwar auch von Silvio Berlusconi erwartet wurde, doch muss man jetzt fürchten, dass sich die Schuldenkrise weiter ausweitet? Darüber wollen wir sprechen mit Frank Benz, Benz AG, Partner für Vermögen. Herr Benz, wie wurde die Nachricht vom Markt aufgenommen? Bis zum jetzigen Moment hat der Markt positiv auf die Nachricht reagiert oder umgekehrt. Man könnte daraus interpretieren, den Markt hat es momentan nicht interessiert, weil eigentlich diese ganze Reaktion und Herabstufung bereits erwartet wurden. Deshalb hat der Markt sich von diesem Ereignis dieses Mal nicht aus der Entwicklung bringen lassen. Italien muss aktuell bereits rekordverdächtige Renditen bieten, um ihre Anleihen an den Mann zu bringen. Wann ist auch für Italien endgültig das Ende der Fahnenstange erreicht? Ich denke, wenn man sieht, wie es mit Griechenland läuft, das heißt, welche Zinsen die Griechen bezahlen können oder müssten, dann haben wir bei Italien noch ein bisschen Luft. Wir sind heute ungefähr bei 6%. Portugal bezahlt 5,5%. Natürlich sind wir über dem langfristigen möglichen oder tragfähigen Zinsniveau von 4,5 bis 4,75%. Aber ich denke, kurzfristig können wir schon mit weiteren Ausschlägen nach oben kurzfristig rechnen. Im Zuge der anhaltenden Schuldenkrise hat nun auch die Deutsche Bank reagiert, musste ihre Gewinnprognose revidieren, zurücknehmen. 10 Milliarden sind offensichtlich nicht mehr drin. Der Wert der Aktie hat sich seit Mai halbiert. Ja, wann kommen die Banken endlich zur Trendwende oder ist da noch lange kein Boden erreicht? Also zum einen denke ich, wir kriegen keine allgemeine Trendwende, sondern wir bekommen für jedes Institut oder für verschiedene Institute, je nach Land und je nach Verfassung, bekommen wir Einzelentwicklungen. Der Bankenmarkt als solches funktioniert zumindest noch auf einem Interbankenniveau. Das heißt, das, was wir zur Lehman-Zeit hatten, dass sich die Banken nicht mehr getraut haben, so weit sind wir noch nicht. Der Anleger muss momentan sicherlich sehr differenziert vorgehen, mit welcher Bank oder mit welcher Aktie er sich an der jeweiligen Bank oder im Land engagieren möchte. Bei der Deutschen Bank wurde halt aufgrund der bisherigen Unsicherheit und Vermutungen die Kursabschläge vorweggenommen. Ich denke, heute hat man ein klares Bild. Die 10 Milliarden werden wohl nicht erreicht. Man geht von 7,5 aus. Ich denke, ist auch nicht so schlecht. Und von den 7,5 haben wir bis heute 5,5 wohl schon erreicht. Also ich denke, das wäre jetzt ein Kandidat, den ich mir genauer anschauen könnte, wo ich relativ bekannt und verlässliche Zahlen per heute habe, um über ein Investment im Bankensektor nachzudenken. Also verstehe ich Sie richtig, dass es nicht grundsätzlich heißt Finger weg von Banktiteln, sondern da selektieren? Also wir sehen das auf jeden Fall so, dass die Selektion das wichtigste Argument wäre, wenn man da reingeht. Man muss natürlich auch klar sagen, die Wirtschaft, die Realwirtschaft und alle Personen oder Individuen brauchen Banken, um miteinander verkehren zu können. Das heißt, es ist letztendlich ein Flaschenhals und wir sind dringend darauf angewiesen, dass dieses Segment auf jeden Fall wieder funktioniert und reibungslos läuft. Frank Benz, Benz AG, Partner für Vermögen über die aktuellen Entwicklungen in Italien. Besten Dank für das Gespräch.